Ouch! Das hätte fast Probleme geben können. Ah, noch eine Ebene. Warum nicht? Wow. So, da brauchen wir hier noch eine neue Leiter. So. Und ich glaube, dann haben wir bald genug Blöcke ausgebuddelt. Aber guck mal, was wir hier an Ressourcen schon rausgeholt haben. Das ist abartig, oder? Und wir decken immer mehr Ressourcen auf. Ein Unsterblicher. Ja, ich denke mal, das reicht dann an Blöcken. Wir sind ja schon fast bei 150, 1500. Hier sind sie noch fleißig am Trainieren. Brauchen halt noch gute Level-Ups. Und ja, ich benutze halt Speed im Augenblick, damit das alles ein bisschen schneller vonstatten geht. Hallo Piano. Tschüss Piano. So, gib mir mal einen Bergarbeiter. So, der kann... Oh, hier kann ich gar nicht durch. Okay. Wo ist der Eingang? Ach, hier ist der Eingang. Okay. So.
Du brauchst noch ein Level ab. Und dann würde ich einfach mal sagen, versuchen wir es einfach mal mit der Truppe. So, gehen wir noch mal kurz Speed. So, Bergarbeiter bräuchte ich noch einen. So. Das waren schon mal die Blöcke. Ah. Okay. Er spielt da auch noch Orgel. Ja. Resistance to hear me is futile. Meine kleinen Zwerge, ihr seid in meinem Thronsaal angekommen. Jetzt dürft ihr mal so richtig staunen. Wenn ihr euch jetzt bitte entfernen würdet, ich werde mich nicht wiederholen. Oh, und fasst diese Seile nicht an. Besonders nicht mit dem Interaktionsbefehl. Das hat mich so viel Zeit gekostet, diesen Korn heute direkt über meinen Kopf zu platzieren. Hm, Prinz, an diesem Seil im Raum ist etwas äußerst seltsam. Ich glaube, wir könnten mit ihnen etwas anfangen. Können wir nicht einfach umhauen? Seit wann sind die Dinge so einfach? Ich glaube nicht, dass er lange am Boden liegen würde. Ja, Magikus hat halt ein hohes Level. Dich bringe ich mal in Sicherheit. Au. Ich bringe mal alle in Sicherheit. Sicher ist sicher. Auch den Miner. Wo ist eigentlich mein einer Zwerg gestorben? Ich sehe gerade keinen Grabstein. Oder ist er mir verhungert? Macht nichts, neuer. Die drei sind noch gut beisammen. Er auch. Ach so, nee. Wo ist denn Nummer 5? Ach so, da. So, gleich mal für einen Ersatzzwerg sorgen. Sehen alles so aus, als ob sie wieder fit wären. Now, what's going on?
Es ist vorbei, wir haben tatsächlich gewonnen, haha. Hört das Seilspringen mit eurem Bart auf, die Mimikugel ist gar nicht hier, richtig? Nein, ich sehe sie nicht. Scheint so, nun, ihr müsst sie finden und vernichten, denn sonst wird sie der Welt so lange Energie entziehen, bis alles noch eine leere Hülle ist. Warum muss ich immer diese Art Aufträge durchführen? Vielleicht weil ihr sie aktiviert habt? Egal, wenn ich mir bei Magikus wegen irgendwas sicher bin, dann, dass er die Dämonenkugel dort versteckt hat, wo sie für uns am unangenehmsten zu finden ist. Dann also höchstwahrscheinlich ganz unten in diesem Turm. Versucht so tief wie möglich zu graben, da werdet ihr die Dämonenkugel wahrscheinlich finden. Okay. Magier-Boden? Boden. Okay. Ich nehme mal an, da unten ist jetzt der Gang offen. Ja, ist er auch. Oh, du bist mutig und zerstörst die... Jo. Oh. Das ist nicht so schön. Mal sehen, was länger durchhält. Sein Hunger oder der Teleporter? So, ihr habt es also tatsächlich getan. Wirklich gut gemacht. Du, wer bist du? Der gelbe Magier, Forschungsleiter und unvergleichliches Genie. Die Verstehung ist gekommen, um Magikus zu rechnen. Ich habe Magikus verkörpert, und zwar ziemlich treffend, wenn ich das hinzufügen darf. Da sein und mein Ziel zum ersten Mal dieselben waren, aber ich hatte nie vorgesehen, dass er in den Besitz der Dämonenkugel kommt. Und ihn von seinem Thron zu verjagen, hatte ich meine eigene kleine Armee aus Skeletten und Monstern geschaffen. Dann aber seid ihr gekommen und das war nicht mehr nötig. Jetzt muss ich mich nur noch gebührend bei euch bedanken und mir dann die Dämonenkugel holen. Okay. Ja. Gut, das hat einen Bergarbeiter gelyncht. Bitte die Dämonenkugel und vernichtet den gelben Magier. Naja, ich denke mal, die Dämonenkugel ist da hinten in dem großen Raum, wo wir von hier aus noch nicht reinkommen. Okay, auch wenn die Aufnahmesession etwas länger dauert, habe ich heute vor, das zu Ende zu bringen. Genau, du willst schlafen. Den Weg nach oben habe ich größtenteils kaputt gemacht.